Abend auf dem Programm das Spitzenspiel in der Kreisliga A1 und gleichzeitig das Stadtderby zwischen dem FV Herbolzheim und dem SV Kenzing. Endstand nach 90 hart umkämpften Minuten 1:0 für den FV Herbolzheim. Sehen Sie nun einige Szenen vom Spiel der Gallura-Städte gegen die Uesenberger und die Meinung von Herbolzheim-Spielertrainer Marco Schneider. Spielertrainer, der verletzte Spielertrainer Marco Schneider. Dein Fazit nach 90 Minuten? Ja, ich denke, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Mit dem etwas glücklicheren Ende für uns. Ja, Kenzing, eine sehr unangenehme Mannschaft, die ja, sehr kompakt spielt, sehr schnell umschaltet nach vorne. Wir wussten um die Gefahr, wollten uns nicht rauslocken lassen. Ich bin sehr zufrieden mit der taktischen Ausrichtung meiner Mannschaft und vor allem, wie sie es umgesetzt hat. Sie hat ja, sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Das hat mir die letzten Wochen nicht so gefallen. Dementsprechend bin ich damit sehr zufrieden. Im Spiel nach vorne haben wir einige Chancen liegen lassen und vor allem eben zahlreiche letzte Bälle, die zu Torchancen hätten führen können. Da bin ich nicht ganz zufrieden, aber in der Summe, auch wenn etwas glücklich, bin ich natürlich sehr froh, dass wir die 3 Punkte hier behalten konnten. Da ist so Kenzing, der erwartet schwere Gegner, was ich da gesehen habe, oder? Absolut, also eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sich auch punktuell sehr gut verstärkt hat. Wie gesagt, sehr unangenehm zu spielen, blitzschnell nach vorne mit sehr guten Einzelspielern. Also eine Mannschaft, mit der absolut zu rechnen ist dieses Jahr. Und dementsprechend bin ich froh, dass wir kurz vor Schluss das Ding für uns entscheiden konnten. Kleines noch Fazit, Ausschau für die Kreisliga A. Die Runde ist noch ziemlich jung, Marco. Man kann noch nichts Genaues sagen. Aber ich denke mal, die A1 macht richtig Spaß, auch in dieser Runde wieder. Ja, die A1 macht wirklich Spaß, sie ist sehr ausgeglichen. Ich würde sogar behaupten, dass sie stärker besetzt ist als letzte Saison. Ich glaube, dass mit Wasser, mit Freiamt, Kenzingen, dass da viele Mannschaften auf einem sehr, sehr guten Niveau sind. Andere Mannschaften noch, die ich jetzt nicht genannt habe. Also die Liga macht Spaß, sie wird bis zum Schluss spannend bleiben. Und wir freuen uns auf jede Herausforderung. Okay, danke für das Interview und alles Gute. Danke auch.